Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Quarry. Meiner Meinung nach könnte dieses Spiel wirklich das beste Horrorspiel 2022 werden. Es fühlt sich einfach geil an, dieses Spiel zu spielen. Sei es von der Optik, die Grafik ist bombastisch. Die Story gefällt mir richtig gut, weil es einfach dieses typische Teenie-Horror-Slasher-Szenario ist und ich liebe diesen Typ von Horrorfilmen. Und ja, wie wir in der letzten Episode erfahren haben, treibt sich nicht nur irgendeine Hexe, so ein Geist von einer Hexe im Wald rum. Zudem gibt es irgendwelche Monster, welche aussehen wie halb Mensch, halb keine Ahnung was. Und dann sind da noch diese komischen Jäger, von denen wir immer noch nicht wissen, was es mit denen auf sich hat. Und letzte Episode war ja richtig intensiv. Also das ist ja richtig abgegangen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt weiterspielen. Und ich möchte gar nicht so viel reden und ich mache mein Intro schnell fertig. Und ihr wisst ja, was das jetzt heißt. Jetzt kommt mein Double Time und da sage ich immer sowas wie: Geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und macht euch natürlich sehr gerne Kopfhörer ins Ohr, wenn ihr Bock habt auf die richtige Horror-Experience. Ansonsten macht euren Fernseher oder einen Bildschirm oder euer Handy sehr schön laut, damit ihr auch wirklich alles mitbekommt. In dem Sinne, wir hüpfen jetzt in die Welt von The Quarry und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Let's go. Kapitel 5: Grundrauschen. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Mitfühlend, wie geht es dir? Und du, wie geht's dir? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich... Schon gut. Catelyn mag ich irgendwie okay, auch nicht so. Sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Catelyn macht auch übelst den merkwürdigen Eindruck. Also, ich weiß es nicht. Ryan ist mega weird, ja? Das haben wir ja schon mitbekommen. Der hat ja mit der Polizei telefoniert, beziehungsweise angerufen und aufgelegt und behauptet, da wäre niemand rangegangen. Und Catelyn ist auch komisch. Also die beiden sind irgendwie ganz fishy. Denke ich. Was wollen Sie zum Radio schuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Was war das? Geräusche ansprechen? Geräusche ansprechen. Habt ihr das auch gehört? Shh. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Das sind nicht Dylan und Ryan. Vorsicht, es ist vielleicht gefährlich. Pass bitte auf. Wir warten, pass. Bitte auf. Bleib wachsam. Umso weiter wir in den Spielverlauf kommen, umso schwieriger wird's. Das heißt, die Chance, dass jemand stirbt, ist immer höher, wird immer höher, ja? Also muss man wirklich aufpassen, was man sagt. Jede Kleinigkeit kann dafür sorgen, dass irgendwas Blödes passiert. Okay, wir spielen jetzt Catelyn. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Catelyn ist komisch. Irgendwas stimmt mit der, glaube ich, auch nicht. Ist das eigentlich die von Hotel Zack & Cody? Ist die das? Oder von wo kenne ich die Schauspielerin? Über uns. Warum knistert das Feuer?
Da ist doch gar nichts mehr. Oder geht das geradeaus? Das ist nur noch die Glut. Könnte auch nur die Glut sein. Da ist er. Was hat es mit dem auf sich, Mann? Ich muss es rausfinden. Ich will es unbedingt wissen. Ist er gut oder böse? Hi. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh fuck. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Das tut mir so leid. Ich habe mich vertippt. Oh mein Gott, nein. Wir haben keine Waffe mehr. Kein gutes Zeichen. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Kacke. Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick. Was hast du gesagt? Unsicher? Zuversichtlich. Hey, sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Okay. Ich hatte das Gefühl, es hätte mehr passieren können. Ich verstehe dich nicht. Neugierig. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Was war das denn? Ich meine, natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Herr Jung ist ja kurz ausgerastet. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Sei ehrlich. Ja, glaub schon. Glauben oder wissen? Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick. Jetzt sag doch, dass du ihn willst, Mann. Du bist viel zu schüchtern. Was jetzt sag's ist denn da draußen einfach los, Caitlin? Nick, kannst du das sagen? Versteck dich! Los, beeil dich! Schon okay, ich schaff das. Euch. Sei nicht so schüchtern. Das ist Kacke und das ist meine Schuld, okay? Ich geb's zu, ich hab die falsche Taste gedrückt und das ist meine Schuld. Und jetzt hat der Typ eine Waffe. Oh mein Gott! Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Boah, ich werd's mir nie verzeihen, wenn irgendwas passiert. Verstecken oder rennen? Verstecken. Schnell. Wer ist dieser Typ? Warum spricht er nie? Ich finde ihn übel gruselig. Okay, Luft anhalten. Und... Luft anhalten! Wie er auch aussieht, gell? Alter, der Typ hat einfach so eine Brust. Ich kann langsam nicht mehr. Ich habe losgelassen. Okay, das sah doch schon mal ganz gut aus. Also, wir scheinen entkommen zu sein fürs Erste. Im Radiosprung gibt es also echte Technik. Ich dachte, das reicht nur für deinen Morgenansatz. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher... Radio. Oh Gott, da ist wieder eins von denen. Das ist doch so eine Art Wendigo. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst?
Amp-Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Oh, ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der Quantenphysik. Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine also nicht hier. Das ist bestimmt irgendwo eine Karte. Ich sehe sie bloß nicht. Wir hätten auch noch den anderen Weg gehen können, also wieder zurück. Aber... na, das wird schon passen. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? So würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Oh, Ryan. Am Anfang fand ich dich eigentlich ganz korrekt. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass du eine kleine Sau bist. Inzwischen habe ich echt das Gefühl, dass er... ein ganz mieses Kerlchen ist. Ryan. Diesel. Catelyn. Ach, das war... ah, Shooting Stars, wer am besten schießen kann. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Schaut mal. Das habe ich gesehen. Das habe ich hier nämlich bei meiner Version von dem Spiel. Wo ist denn das? Bei Einstellungen. Da gibt es nämlich bei Anzeige. Hier. Schaut mal, Filmfilter. Seht ihr, da gibt es so verschiedene Filmfilter. Und ich dachte mir, vielleicht wollen wir mal einen austesten. Das ist jetzt der Indie-Horror und das 80er-Horror. Sollen wir mal Indie-Horror ausprobieren? Gucken, wie das aussieht. Okay, das sieht so aus. Es ist halt alles ein bisschen farbiger und bunter. Und jetzt können wir mal noch den anderen ausprobieren. Den 80er-Horror. Ah, okay. Das ist dann wirklich wie so ein alter Film. Ich hätte gesagt, wir können den Indie-Horror ja einfach mal reinmachen. Wir können es ja mal ein bisschen ausprobieren, wie es damit aussieht. Und wenn es uns nicht gefällt, machen wir es halt einfach wieder weg. Weil klassischer Horror schwarz-weiß, wenn wir nicht spielen. Seht ihr den Hautton? Der wird dann so ein bisschen orangener. Ja, lass uns halt mal drin und schauen mal, wie es aussieht. Wenn es uns nicht mehr gefällt, machen wir es halt einfach wieder weg. Aber ich versuche jetzt hier nochmal alles zu untersuchen. Oh, da ist eine Bärenfalle. Wow. Vielleicht ganz gut, dass wir die gefunden haben. Das Teil kann einem leicht die Hände zerfetzen. Was macht das in einem Sommercamp für Kids? Weiß nicht, echt nicht, Mann. Das... im Sommer war das noch nicht hier. Ich meine, falls doch, dann... hätten wir es doch bemerkt, oder? Tja, das Ding könnte was Großes fangen, jetzt nicht mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass er, also dass Ryan, mit irgendeinem Komplizen irgendwas vorhat. Weil als Ryan und hier, wie heißt er nochmal, Dylan? Dylan, ja. Als Ryan und Dylan in dem Haus waren, ist ja auf einmal das Licht ausgegangen, ja? Also irgendjemand hat das Licht ausgemacht. Und da könnte ich mir halt auch wiederum vorstellen, dass es eventuell, dass Ryan irgendwas damit zu tun hat und dass es irgendwo einen Komplizen gibt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie so im Gefühl. Was ist hier? Oh, da ist was drin gewesen. Was zum heiligen Voodoo-Doo-Doo ist das? Hm.
Haben so ein kleines Fläschchen mit irgendwas. Vielleicht um irgendwas zu verscheuchen. Kann man dagegen laufen? Ja. Ich mag solche Kleinigkeiten, das solltet ihr inzwischen wissen. Aber hier gibt es keine Karte oder irgendwas. Ah! Okay, warte mal, ich will da oben kurz rein, weil das ist offen. Könnte sein, dass es da irgendwas gibt. Ist es da, wo... Ah, guck mal hier. Was war da? Das ist wieder dieser Zeitungsartikel, dass es da gebrannt hat. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Okay, hier gibt's nichts mehr. Ja, ist wichtig, einfach mal alles immer zu überprüfen, weil man weiß ja nie, vielleicht findet man ja auf einmal irgendwas. Das Ding ist, ich mag Ryan nicht, gell, aber ich will auch nicht, dass Ryan stirbt, weil ich könnte mir vorstellen, wenn Ryan stirbt, finden wir halt nicht raus, was er weiß, was wir nicht wissen. Also eigentlich sollte niemand sterben. Oh, guck mal die ganzen Kratzspuren da an dem Haus. Okay, das sieht nicht gut aus. Okay. 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 Jetzt spielen wir Ryan. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon. Tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Ist halt voll doof, dass wir jetzt spielen müssen und ich kann ihn nicht leiden. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Der ist so weird. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht. Wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Ich finde halt, der sieht als Charakter übel cool aus und so. Und ich habe mega viel Hoffnung in ihn gehabt, weil ich mir dachte, ah, das ist so ein übelst schüchterner, lieber Typ so. Aber ich glaube, der führt irgendwas Böses im Schilde. Aber ich finde ihn an sich trotzdem cool. Aber seit diese Nummer mit dem Polizeianruf kann ich ihn nicht mehr leiden. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp.
Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Hier sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen, SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Der ist böse. Ich sag's euch. Und wenn er nicht böse ist, dann weiß er irgendein Geheimnis, von welchem wir nichts wissen. Oh Gott. Er weiß davon. Ja, was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Und der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Besorgt. Die haben uns gemeint. Oh, scheiße. Die haben uns gemeint. Fuck, fuck, fuck. So eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Ryan wusste das. Ich glaube, Ryan wusste das. Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Ryan weiß auch von den Monstern. Safe. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay. Okay. Oh! Nicht, dass da draußen was ist. Ich beleidige. Ich hab grad vorgespuckt. Ich beleidige ihn jetzt, weil ich will, dass es rauskommt. Und Emotionen, wenn Leute emotional sind, dann verraten sie sich manchmal. Fick also. Dich! Ich wusste nicht, was es hab ist. Du hast was gesehen und kommst nicht auf die scheiß Idee, es mir zu verraten, Mann? Hab's vergessen. Ich meine, der Funkspruch hat mich abgelenkt. Ich will auch nicht mehr, dass Dylan Ryan mag und deswegen versuche ich da jetzt so ein bisschen Streit anzuzetteln. Ryan? Ist das ein Bär? Nein. Ich habe einfach mal geschossen. Was war das? Was ist das? Den ganzen Tag niese ich nicht und immer wenn ich Videos drehe, muss ich niesen. Es ist so ein komisches Mysterium. Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein! Drück die Taste! Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf! Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens! Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Ja, also irgendwie hat er ja auch geholfen.
Was jetzt? Wir töten es. Wir töten es. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaube kaum, dass das Gewehr was bringt. Vielleicht ja doch, was soll sonst sein? Ich weiß nicht, Mann, ich halte es nur für keine gute Idee, mit rauchenden Waffen auf irgendein Supertier loszugehen. Was? Was bleibt uns denn für eine Wahl? Ich will das Tier angreifen. Also dieses, das ist kein Tier, dieses Viech. Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir es. Rückkopplung. Okay. Ja, Rückkopplung. Okay, komm, Alan, du schaffst das. Er ist auch viel zu ruhig dafür. Er weiß davon. Er weiß 100% davon. Er ist viel zu ruhig. Bis gleich. Ruhig. Hey, dreh. Jetzt. Nicht durch. Du schaffst das schon. Okay. Ja. Gut. Ich finde es so eklig, ihn gerade spielen zu müssen. Obwohl ich weiß, dass er halt... Was fehlt, aber... Aber was... Das ist so übel. Er weiß halt irgendwas, was wir nicht wissen. Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt. Nein. Reparier's. Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung! Vergiss es, ich nehme dir nicht den Arm ab. Verdammt, das war ein Fehler. Das Kabel. Was? Das Kabel steckt einfach in das Dingsbum. Mach ich. Okay, ich habe eine Theorie. Was muss ich tun? Die Taste, die Taste. Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Oh nein. Ich glaube, der wird zu so einem Monster. Ja, danke. Das ist auch die Theorie, die ich habe, dass die Leute, die verschwunden sind, alle diese Monster jetzt sind. Und die sind verschwunden, weil sie attackiert wurden und dann zu einem Monster wurden. Und das sind diese ganzen vermissten Menschen. Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Was zur Hölle war da oben los? Es kam aus dem Nichts. Oh Mann, wenn ihr das gesehen hättet. Dylan hat eine Rückkopplung erzeugt und das Vieh verjagt. Ah, war nicht so schwer. Rückkopplung? Ach, weißt du, ich dachte, dass es, wie andere Tiere, ein feines Gehör hätte, also... Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist da?
Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Ja. Herr, und ihm geht's jetzt wieder gut, oder was? Ich dachte, sein Arm wäre so schlimm. Scheiße, Dylan, was ist das? Oh mein Gott! Ja, okay, aber wer ist das oder was ist das? Das würde mich viel mehr interessieren. Und wir pausieren das Spiel für eine kurze Werbeunterbrechung, denn ich möchte mich an dieser Stelle bei dem heutigen Sponsor des Videos bedanken. Und zwar handelt es sich heute wieder um NordVPN. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch im Internet rumtreibt, auf irgendwelchen Seiten seid und euch denkt, die Seite, auf der ich gerade drauf bin, die weiß ganz genau, wo ich herkomme, die kennt meine IP-Adresse und das möchte ich eigentlich vermeiden, weil ich mich dann sehr unsicher fühle, wenn irgendwelche Seiten wissen, wo ich mich gerade befinde. Und das ist einer der riesigen Vorteile eines VPNs. Für die Leute, die nicht wissen, was ein VPN ist, VPN ist die Abkürzung für virtuelles privates Netzwerk. Und ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, dass ihr mit einem VPN quasi euch mit einer anderen IP-Adresse mit dem Internet verbinden könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich möchte nicht, dass Google meinen aktuellen Standort weiß, dann könnt ihr euch ganz einfach in NordVPN reinklicken, in das Programm. Dann habt ihr hier so eine wunderschöne Weltkarte, aus welcher ihr von über 58 verschiedenen Ländern eine IP-Adresse picken könnt. Und dann könnt ihr zum Beispiel ganz einfach sagen, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel eine englische IP-Adresse. Dann klickt ihr euch einfach irgendwo in England rein, schwuppdiwupp, ihr habt eine englische IP-Adresse und Google oder die ganzen anderen Webseiten wissen nicht mehr, dass ihr aus Deutschland kommt. Und das hat auch super geile Vorteile bei Streaming-Anbietern. Das ist so einer der größten Pluspunkte für mich, denn ihr kennt das bestimmt öfter mal, ihr schaut eine Serie auf Netflix und auf einmal ist die Serie weg und die restlichen Staffeln gibt es nur noch in einem anderen Land. Und da kommt NordVPN ins Spiel, denn ihr könnt euch dann quasi, wie schon gesagt, einfach mit der jeweiligen IP-Adresse von dem Land, wo es jetzt zum Beispiel eure Serie gibt, verbinden, dann in euer Netflix rein und schwuppdiwupp, ihr habt das ganze Sortiment, welches es in diesem Land gibt. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Filme oder einfach amerikanisches oder australisches Netflix, da gibt es so viel mehr und ganz andere Sachen, die wir im Deutschen gar nicht haben. Natürlich könnt ihr auch mit einem VPN ganz andere Streamingdienste nutzen, wie HBO Max oder Shudder. Gibt es ja bei uns in Deutschland leider auch nicht. Zudem hat NordVPN auch eine super Antiviren-Schutzfunktion. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das Ganze möchte ich auch mal austesten, habe ich euch einen super exklusiven Rabatt für euch. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr also sagt, ihr wollt das ausprobieren, klickt ihr einfach mal unten in die Videobeschreibung auf den ersten Link. Da kommt ihr direkt zu NordVPN und könnt meinen exklusiven Rabatt nutzen und das Ganze selber einfach mal testen. Und das Ganze ist risikofrei, denn bei NordVPN habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn es euch nicht gefällt, dann kriegt ihr euer Geld einfach zurück. Wie gesagt, wenn ihr es ausprobieren möchtet, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank NordVPN, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Und wir machen jetzt weiter mit The Quarry. Viel Spaß, meine Freunde. Oh, willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Ich hab bloß keine. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ab mit dir. Es gibt genug zu finden, du musst nur suchen. Ich weiß nicht, ob mir der Farbton gefällt. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier, ich warte auf dich. Ich glaube, ich muss gründlicher schauen, weil wir haben jetzt keine einzige Karte gehabt. Das ist natürlich mega schlecht. Ich weiß noch nicht, ob mir die Farbe so gefällt, so wie wir es gerade eingestellt haben, den Filmlook. Kapitel 6. Nachtgebet. Stimmt, der Boy ist ja immer noch da. Gottverdammt. Mist! Mann,
Emma, bist du das? Fuck. Oder was ist, wenn diese Hexe die Menschen alle verwandelt? Was ist, wenn diese Hexe die ganzen Menschen zu... Ja. Ah, guck mal, hier sind wir. Emma ist ja dann da hoch. Aber Emma ist ja jetzt eigentlich woanders. Die ist jetzt da unten. Was ist, wenn diese Hexe quasi die Leute alle zu diesen Monstern verwandelt hat? Wir können trotzdem mal nach oben gehen. Ich weiß zwar nicht, ob wir das sollen, aber wir können ja einfach mal schauen. Wobei, wisst ihr was? Nein, lass den Weg unten nehmen. Ich will unten rumgehen, weil da waren wir vorhin mit Emma nicht. Und es kann sein, dass es da irgendwas noch gibt, was wir einsammeln könnten. Ja, lass uns unten rumgehen. Ach, wir dürfen gar nicht. Okay, es geht nicht. Schade. Das ging nur vorher mit Emma. Ah, dann ist es wahrscheinlich... Also denke ich jetzt, wenn wir uns mit Emma vorher für den Weg unten entschieden hätten, vorher in der letzten Episode, dann hätten wir jetzt mit ihm auch unten lang gehen können. Okay. Puh, da will man echt nicht fallen. Ja. Wie ich extra schnell laufe. Okay, da vorne ist dieses Hütchen. Ne, ist es gar nicht. Hä, wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja woanders jetzt gerade, kann das sein? Das ist nicht ganz der Weg, den Emma genommen hat. Ne, ist es nicht. Hä? Bin ich dumm? Warte mal. Ah, nee. Ich dachte gerade, ich wäre im Kreis gelaufen. Das sieht einfach nur gleich aus. Oh oh. Oh Gott, Emma! Verdammter Scheiß! Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Was? Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein... Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Oh ja. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Hm, riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen... Ich mach den Farbton, glaub, wieder weg, weil mich der ein bisschen stört. So. Ja. Aus diesem Wald raus. Ah, so meinst du, Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Ich versuche uns zu retten. Hey! Ich versuche uns zu retten. Ich bin ganz gut allein klargekommen. Was? Ich kann mich selbst retten, Mann. Ich werde mich nicht Hals über Kopf in dich verlieben, nur weil du den Prinzen spielst. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn du hinter allem steckst. Oh mein Gott, was? Bitte? Ich habe keinen Bock mehr auf Emma. Weg! Thank you.
Die ist so assi zu ihm irgendwie. Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich finde, das ist gerecht, aber ich finde, sie ist irgendwie ziemlich assi zu ihm. Oh mein Gott, da ist es. Oh Junge. Rechts. Sorry! Sorry. Wir rennen weiter. Lass rennen. Spam! Oh, diesmal muss ich nicht spammen. Das war ein Schweinekopf. Oh mein Gott. Oh, das sieht aus wie so... Vorsicht, dass die Waldbären fahren. Ah! Scheiße! Oh, verdammt. Und das nur, weil ich gerannt bin. Loseisen? Oder rausziehen? Was ist Loseisen? Losreißen? Shit! Wo ist Emma in dem Moment? Verdammt. Das ist halt richtig übel, so eine Bärenfalle. Könnten Sie auch? Das war der Jäger. Und das ist nur passiert, weil ich mich fürs Rennen entschieden habe und nicht fürs Verstecken. Ah, okay, jetzt erfahren wir, wer da im Pool liegt, hoffe ich mal. Wer ist das? Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollen wir was tun? Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Das ist seine Tochter, die wir vorher auf dem Bild gesehen haben. Arme Kaylee. Also in der ersten Episode. Du riechst so gut. Einschreiten? Nein, nicht einschreiten. Das geht dich nichts an. Warum erschießt denn jemand Kaylee Hackett? Sollen wir das hier melden? Oh, fuck, Chris. Wie erklären wir das, Chris? Nick, ich glaube, er spinnt. Ich will dich schmecken. Oh hey. Nein. Komm her. Nein. Nick, was soll das? Lass das. Pass auf, meine Herz. Irgendwas stimmt mit Nick nicht. Ich glaube, der verwandelt Nick? Sich. Ich sag's euch. Der verwandelt sich. Ich hab ihn! Ja, ja, er verwandelt sich selbst. Was hab ich getan? Ich bin mir so sicher, der wird nachher zu so einem Monster. Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Was um alles in der Welt? Also so langsam nimmt es echt... Wird's echt übel hier. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Ich will dich schmecken, hat er gesagt. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja. Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort
Habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist? Ja. Ja, okay. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Ja, gute Idee. Dann schauen wir mal, ob wir was für ihn finden. Ja. Oh, schaut seine Haut an. Oh mein Gott, er wird sich verwandeln. Schaut seine Haut an. Oh mein Gott. Hey. Oh mein Gott, nein. Ich habe ihn echt gemocht. Und das ist ja jetzt safe. Also, dass es ihm jetzt schlecht geht, ist ja jetzt wahrscheinlich echt nur, weil wir uns halt für was Bestimmtes entschieden haben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt einer anderen Person so gehen könnte oder dass es allen gut geht, ne? Das ist halt das Geile an dem Spiel. So, du kannst alles beeinflussen. Auch wenn du nicht weißt, was du beeinflusst mit Wasser. Mit den ganzen Aktionen, aber... Oh, sehr nice. Ja, damit. Ich schau die mir jetzt nicht mit Q an, das können wir dann nachher machen. Okay. Ah, hier ist noch ein Spind, da können wir noch reinschauen. Alter. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Unheimliche Zeichnung, das will ich lesen. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine große Skizze, eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Gibt es eigentlich irgendwas, was wir inzwischen wieder aufdecken können? Campschild? Wegweiser? Hier können wir auch nichts. Hier auch nicht. Wie sieht es hier oben aus? Hier. Die Bärenfalle. Diese Bärenfalle war den Sommer über nicht im Einsatz. Boah, sorry. Wenigstens kann sie jetzt niemanden mehr verletzen. Wenn die hier für die Kreatur gedacht war, die den Radioschuppen angegriffen hat, war sie womöglich nicht sehr hilfreich. Das Ding war schnell. Ja, das wissen wir auch. Wildkamera, das haben wir schon. Familienfoto. Kaylee ist tot. Sie möge einmal glücklich gewesen sein, aber jetzt ist alles anders. Hier ist Kaylee. Okay, gibt's hier oben noch irgendwas? Nichts. Nichts. Hier, Harry Scarum, aber haben wir... Was immer diese Plakate auch in Chris Hackens Besitz zu suchen haben, er muss wohl vergessen haben, diese abzunehmen. Okay. Jo. Oh nein, ich hab's aus... Oh sorry, ich hab's aus Versehen nochmal geklickt. Zurück. Gut, weiter geht's. Also so wie es aussieht, haben wir nicht wirklich was gefunden, was jetzt irgendwie Nick noch was bringen könnte. Warte mal, hier waren wir noch nicht drin. Okay, gibt's nix. Wie sieht's mit dem zweiten aus? Oder waren wir da? Ne, da waren wir auch noch nicht drin. Hä, ich habe gar nicht gesehen, dass man in jeden Raum, von den Räumen rein konnte. Die sind alle leer. Und nur in dem einen Wald die Karte. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, hier ist irgendwas. Wo Caleb jetzt wohl ist? Okay. Das möchte ich mir ganz kurz den Hinweis anschauen. Hier ist Ryan. Und da ist die Tochter. Und da ist der andere Junge. Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern, Caleb und Kaylee. Was ist, wenn Ryan und der junge Mann hier gemeinsam was ausklügeln und der hier auch noch dabei ist? Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Ja, kann man so sagen. Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt.
Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Echt? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Oh je. Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... Ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Hä? Das tue ich nicht. Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Oh, er dreht durch. Oh, oh, Abby! Junge, was? Oh. Abby, alles okay? Was ist das? Oh mein Scheiß. Gott, er dreht durch. Verdammt. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich muss es tun. Ich wollte es nicht tun. Alter, was? Es tut mir so leid, Mann. Ich hab Nick wirklich gemocht, Mann. Ich wollte das nicht. Ich wollte das einfach nicht. Aber was hätte ich machen sollen, so? Hätte ich nicht auf ihn geschossen, wäre es wahrscheinlich auch selber rausgekommen. Dann hätte er vielleicht sogar noch Abby angegriffen oder so. Und ich glaube, ich habe so Abby geschützt. Ich weiß es nicht zu 100%, aber ich kann es mir vorstellen. Wo sind die anderen? Oh mein Gott. Das war krank. Wie er auf einmal so geplatzt ist und die ganze Haut und die Klamotten. Boah. Kacke, den haben wir verloren. Sehr schade. Ich hab Nick echt gemacht. Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Ja, gehen wir mal in die Lodge. Okay, was haben wir hier? Ah, Böller und ein Feuerzeug. Nur eins übrig. Ja, das werden wir gebrauchen. 100 Pro. Man muss dazu sagen, ich finde, das Spiel ist so richtig
YouTuber-Let's Player-freundlich, weil meistens immer ein Kapitel geht meistens immer eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde. Und das ist voll geil, weil dann kann man immer ein Kapitel pro Video spielen. Auch gut, wir haben letzte Folge, glaube ich, schon zwei Kapitel in einem gespielt. Ryans Gruselmärchen. Ja, die waren kürzer. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kid solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Das Einzige, was ich finde, was sie ein bisschen blöd gemacht haben, ist, da gibt es ja den sogenannten Streamer-Modus, ja? Mit dem spiele ich ja. Das kann man ja angeben, wenn du halt streamst oder Videos halt drehst, kann man den Streamer-Modus aktivieren und dann sollst du weniger, also dann sollst du halt, dann kommt halt andere Musik. Dann kommt Musik, welche halt eben GEMA-frei ist und welche du halt nutzen kannst, ohne Copyright-Probleme zu bekommen. Aber... Hier ist es nicht sicher. Ich sag's euch gleich. Aber, das ist so, dass die Musik teilweise trotzdem noch Copyright-Probleme hervorruft. Und ich jetzt teilweise schon Episoden die Musik teilweise rausmachen musste oder die kurz stumm schalten musste, weil das Video sonst gestrikt wird. Es wurde dann Copyright gestrikt. Also irgendwie ist der Streamer-Modus funktioniert nicht so ganz. War wohl der Regen. Na, da kommen wir wohl nicht lang. Also das nervt mich ein bisschen, weil ich drehe dann die Videos und dann ist da halt irgendein Musiktitel, der da ein paar Minuten läuft und dann lade ich das auf YouTube hoch und dann sagt YouTube, oh, Video ist rot, Vorsicht, du hast hier Copyright Strikes verursacht. Copyright-Probleme verursacht. Das müssen wir jetzt überprüfen. Und das finde ich echt schade, weil wozu gibt es einen Streamer-Modus, wenn der nicht funktioniert? Ja, das ist so das Einzige, was ich aussetzen möchte. Sonst bin ich sehr begeistert von dem Spiel, aber das habt ihr ja, glaube ich, schon mitbekommen, dass es mir wirklich sehr viel Spaß macht. Und dass ich es wirklich sehr, sehr gut finde. Ach, guck mal, jetzt können wir hier nach oben, aber da hinten gab es ja auch noch einen Weg. Jetzt will ich nochmal kurz nach da hinten gehen. Weil ich möchte nichts übersehen. Irgendwo gibt es bestimmt einen Hinweis mit einer Karte. Ja, ich glaube eh, dass ich zu wenig Karten finde die ganze Zeit. Und man wahrscheinlich viel mehr finden könnte. Hä, hier geht's aber auch lang. Ja, gehen wir halt erstmal den Weg. Und dann den anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch irgendwas finden, was wir gebrauchen könnten. Sorry, dass ich die Nase gerade so oft hochziehe. Aber ich habe gerade übel Allergie. Boah! Ja, der Kopf war doch aufgespießt. An dem Pfahl haben wir doch gesehen. Von dem Wildschwein. Kann ich da noch was dran machen? Nee. Ja, aber ich habe totale Pollenallergie irgendwie heute schon wieder. Ich muss die ganze Zeit niesen und husten und Nase läuft, deswegen sorry. Wenn ich hier die ganze Zeit so am Räuspern bin und es juckt einfach alles. Oh oh. Da oben ist es! Habt ihr es gesehen? Direkt über uns war es gerade. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Ist das hier eine Sackgasse? Das sieht so aus, ne? Oh oh. Ich kann mich weiter bewegen währenddessen, okay. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber jetzt führt der Weg ja doch noch woanders hin. Hätte ich jetzt den anderen noch nehmen sollen oder glaubt ihr, das passt schon? Das weiß ich jetzt halt nicht. Ach, ich bereue es schon wieder, dass ich dieses Spiel nicht gestreamt habe. Vielleicht tun wir das nächste Let's Play wirklich mal streamen. Auf Twitch oder auf YouTube oder so. Weiß ich jetzt noch nicht, wo ich das am besten streame. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Wenn ich streame, wo soll ich streamen? Findet ihr das besser, wenn ich hier streame, auf YouTube oder auf Twitch? Ich weiß halt, dass es auf Twitch einfacher ist zu streamen, weil man dort viel mehr Sachen nutzen darf, ohne gleich einen Strike zu bekommen oder irgendwie Copyright-Probleme und so weiter. Twitch lässt dich halt mehr machen. Aber da müsste ich mir halt ein Profil erstellen und alles erst einrichten. Könnt ihr ja sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was euch persönlich lieber wäre, wenn ich mal überhaupt streamen sollte. Also ich hab's schon irgendwann vor, die Frage ist nur wann. Ich komme halt irgendwie nicht dazu. Ich sag's schon so lange, dass ich es machen will. Also könnt ihr gerne sagen, Twitch oder YouTube, was findet ihr cooler? Ich will das schon so lange machen, ne? Ich sag's immer wieder.
aber ich komme einfach nicht dazu. Oh oh. Robby. Nicht. Lass es sein. Das sind sie. Nur ein bisschen. Du weißt, was dann passiert. Und die haben eins gefangen. Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Die haben eins gefangen. Oh oh. Weglaufen? Ne, wir bleiben hier. Oder laufen wir weg? Wir laufen weg. Oh, das war nicht gut. Nach oben. Ah, wir haben Böller. Boah. Er hat gesagt, nur ein Biss, du weißt, was passiert. Also reicht's, wenn du gebissen wirst. Dann wirst du zu so einem Monster. Ist es nicht sicher. Okay, das heißt, dass ich habe seinen Namen vergessen. Der vorher im Schuppen gebissen wurde, der wird dann auch sowas. Verdammt. Oh mein Abby? Gott, nein. Die werden alle zu Monstern, weil ich versage. Es tut mir so leid. Aber es ist der erste Spieldurchlauf. Wir werden es dann bestimmt irgendwann nochmal probieren. Weil ich will nicht, dass irgendjemand Ryan? Stirbt. Also ich will es ja eigentlich gewinnen, dass alle am Leben sind. Fände ich halt voll cool. Aber das schaffen wir diese Runde, glaube ich, nicht mehr. Der eine ist ja schon ein Monster. Wie sie so läuft. Kapitel geht richtig lange. Alter, die Arme. Er ist tot. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Ängstlich. Ich verstehe das nicht. Nick war... Das war nicht Nick. Er ist der Nächste wahrscheinlich. Und wo verdammt sind Jacob und Emma? Hätten wir sie inzwischen nicht schon längst treffen müssen? Die vögeln sich sicher nur in irgendeiner Hütte das Hirn raus. Ich weiß nicht, Mann. Das stinkt doch alles zum Himmel. Die Jäger, Chris verschwinden, Nick. Kaylee. Oh Gott. Kaylee. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Ich heiße Laura Kearney. Oh, und das ist die von ganz am Anfang. Rein, hier ist gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir... Das sind die glaube, beiden. Wir sollten ihr zuhören. Von ganz am Anfang. Die mit dem Auto die Panne hatten. Ich öffne die Tür. Ja. Mach auf, die ist korrekt, okay. Glaube ich. Ich öffne jetzt die Tür. Wobei, langsam. Nein. Die Hände hoch, okay? Oder doch? Oh, ich bin okay. Unsicher. Ich hab schon gedrückt. Ja, das ist sie. Junge, wie sieht die aus? Krass. Jetzt bin ich echt gespannt. Da sind wir wieder. Nur du und ich. Oh ja, hallo. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Ja, lass mal machen. Cool aus die Karte.
Der Mond. Wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Ja, definitiv. Aber warum sollte man weiterdrücken? Vielleicht gibt es ein Achievement oder so, wenn man ohne Hinweise weiterspielt, aber ich finde das ganz cool. Also sowas ähnliches gab es ja bei Until Dawn auch. Okay, es war auf jeden Fall der Dann Polizist. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Und an dieser Stelle ist es doch ein passender Cliffhanger für die heutige Episode, indem ich sie nun beende. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, war sehr spannend. Boah, also so langsam wird es von Episode zu Episode wird's intensiver und heftiger. Ja, sieht schlecht aus. Ich glaube, wir haben jemanden verloren. Ja? Einer ist jetzt einer von diesen Monstern. Und ich habe keine Ahnung, was mit... Also Nick ist jetzt weg, ja? Das ist jetzt ein Monster. Jetzt habe ich den Namen von dem anderen vergessen. Wie hieß er nochmal? Ich weiß es nicht, aber der wurde ja auch gebissen. Das heißt, er könnte höchstwahrscheinlich auch einer von diesen Monstern werden. Außer diese Frau, die jetzt gekommen ist, die Laura, die wir auch ganz am Anfang gespielt haben. Da hieß es ja, die soll irgendwie die Krankenschwester sein. Oder sollte die Krankenschwester sein. Was ist, wenn sie ihn verarzten kann und ihn rettet? Who knows? Wenn er auch noch einer wird, dann sind bald ganz schön viele in diesem Wald, die uns jagen. Also ich bin sehr gespannt, wie es nächste Episode weitergeht. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, schreibt es doch wieder sehr gerne in die Kommentare. Teilt gerne das Video und ja, zeigt es euren Freunden. Wenn ihr wollt, dass die mal ein cooles Spiel sehen, dann zeigt es ihnen mal. Zudem gibt es noch ein Special Shoutout an meine Stufe 2 und 3 Mitglieder auf Patreon. Und zwar wären das einmal Caroline, Crow, Rina, Dominik Schüssler, Michael F., Sona Ümit Çakır, Works, Adriana, Ella, Fabienne Janitza Wirsching, Gohart, Juna Da Luna, Kim S., Q-Rap Car, Meyer 5000, Necro V1, Noah Jones, Leitenbauer, Philipp Hirschi, Release, Sarah Mitsuki, Strubbelhaar, Susi Novakovic und Timon. Und natürlich auch vielen Dank an alle weiteren Kanalmitglieder als auch Patreon-Mitglieder. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, meine Freunde. Bleibt gesund, ich liebe euch über alles. Danke für den ganzen Support, ihr seid die Besten. Das wisst ihr selber. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.